Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir müssen direkt durchstarten, denn da hinten seht ihr den Wächter. Der hat mich direkt entdeckt. Also die Reichweite wirklich, der war gefühlt da oben auf dem Berg und hat mich gesehen. Eieiei. Ich glaube, ich bin sicher. Ja. Locken. Also dieses Anlocken ist jeglicher Logik entzogen, ey. Ich verstehe es absolut nicht. Das war jetzt der weiter weg stand, trotzdem ist er gekommen. Na gut. Gut, Tonspur 2 muten, Licht an, Kamera an, bam, da bin ich wieder. Ich merke schon, Horizon wird jetzt mein richtiges Primärprojekt. Ich verstehe nicht, warum ich auf meinem Notebook einfach kein Windows 11 installieren darf. Es ist verfügbar, Integritätsanwendung sagt, alles klar, Windows Update sagt, nein. Nein. Du darfst nicht. Ich guck gerade noch einmal. Herunterladen und installieren, da ist es. Akzeptieren und installieren. Windows 11 wird heruntergeladen. Leute, ihr seid mein Glücksbringer. Du, genau du, der jetzt gerade zuguckt. Okay, wir haben dann unsere, ihr wisst schon, Problemkinder. Aber wir haben hier noch eine Blume, ein Lagerfeuer und eine Blume. Oh, die gehören da... Nee, ich glaube, die sind zu weit vorne. Ich glaube, die sind zu weit vorne. Was ist das denn da? Es ist halt lustig, man muss halt wirklich so extrem defensiv spielen. Und ich glaube, dann haben wir schon gewonnen. Also wenn wir einfach so ein bisschen zurückhaltender spielen, ein bisschen warten, ein bisschen Geduld beweisen. Können wir die jetzt hier wegsnacken? Okay. Ich sitze irgendwie. Sobald ich eine Jacke anhabe mit Kapuze, sitze ich immer total ungesund. Ich will mir den Arm den einfach mal ein bisschen runter machen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu tief. Das sieht auch schon gesünder aus, oder? Als dieses. Na komm. Ah, genau. Genau hier hin. Ja, noch ein Stückchen. Sehr schön. Ja, ja, komm. Komm gucken. Gucki, gucki. Und jetzt denk mal drüber nach, wie viel Aufwand das gewesen wäre, die alle zu bekämpfen, hm? Du bist wirklich aufmerksam. Shit. Okay, das war's mit dem Schleichen. Alter.
Also dieser Schwierigkeitsgrad, der ist... Ja, wie das da gehen soll, keine Ahnung, ne? Also... Ganz ruhig. Zwei Stück schaffen wir auf gar keinen Fall. Scan wird durchgeführt. Okay, bis hierhin kommt sie nicht. Okay, dann halt nicht. Speichern. Ja, es ist fabelhaft. Es ist. Sehr gezahnt. Gegeneinander kämpfen lassen, ne? Hier ist halt nur leider nirgendwo. Doch da sind Schleichmöglichkeiten, okay. Komme ich denn so nah? Ah, hier. Dann kämpfen die gegeneinander und machen sich mega kaputt. Und dann sneak ich ran, mach dann noch einen Sneak-Angriff auf einen von den beiden. Ey. Dann ist der eine vielleicht schon tot. Das ist eine Idee. Shit. Drei Fähigkeitspunkte, okay. Ich habe einfach nur Angst. Was auch immer danach kommt, ist nicht gut. Da habe ich nicht mit gerechnet, Leute. Okay, das ist aber auch wieder interessant. Das muss meine Strategie weitgehend beeinflussen, dass das so gut funktioniert mit dem. War ich hier schon weg oder was? Da liegt sie ja. Wahnsinn. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, den hier, wenn er gleich enthackt ist, ebenfalls zu erlegen. Allein schon wegen den Erfahrungspunkten, vielleicht verliert er auch ein Herz. Hier draußen wird es nicht wärmer. Aber dann wäre halt der Sneak-Angriff wichtig.
Da oben. Willy, 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 hier oben. Ich komm überall hin. Da, 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 da. Unbekannte Machart. Was machst du eigentlich hier draußen? Das fragt die Metallblume sich selber wahrscheinlich. Das Ordnen und Verwirren der Weide liegt im Wind. Funktion wahr. Jetzt ein bisschen beeilen. Genial, oder? Ich dachte gerade schon, oh shit. Er hat noch voll viel Leben, ey. Eieiei, das war wieder ein bisschen... Kurz dachte ich, das geht schief. Kurz dachte ich, das würde schief gehen. Okay, jetzt müssen wir noch einmal irgendwo hoch. Das war ja meine eine Markierung. Genau, hier hoch. Ab, ab, ab. In the mountains. Sind irgendwo Waschbären? Nee, ne? Ah, nee, lol. Alter, die sind viel zu klein. Das hebe ich mir für später auf. Der war einfach nur langsam. Wäre jetzt auch unverdient gewesen, wenn der es verloren hätte. Sagen wir es mal so rum. Okay. Lagerfeuer. Ist das ein Banditenlager da? Nee. Wobei, so schwer wie das andere wird es ja nicht sein, oder? Hoffentlich. Aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wie weit die gucken können! Mann! Der Gegner hat mich im Visier. Sucht euch einen eigenen Spielkameraden, Leute. Okay, hier ist es frostig. Wir ignorieren den mal. Guck mal hier. Wer hat diese Blumen erschaffen? Das weiß niemand.
Funktion wahr, der Wind rauscht durch die Pinien, doch unten ist ein Hauch zu erspüren, Zwinker-Smiley. Still wie die Moose, die bunten, am Boden über den Linien, der Wurzeln, die sie führen. Die Pinie verliert ihre Toten, sie sind stumm wie unter dem Meere. Oben, hoch oben stürmt das Leben unverzagt, wenn die Wolke Wolken jagt. Und wir gehen voran und fallen wie vom Strauch die Beeren, selbst wir, selbst dann, Funktion wahr. Und warum? Und wer hat diese komischen Texturen hier hingeklebt? Aufs Gras. Okay, das ist natürlich jetzt hier auch ein Gebiet, in dem wir noch gar nicht waren. Ihr seht, das ist sehr, sehr felsig und auch Fliegegegner. Fliegegegner. Nee. Nee, nee. Ah. Oh, blüht sie jetzt hier auch auf? Ja, 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 ja. Wüstmäßig, habt ihr das gesehen? Wüstmäßig. Aber sehr, sehr interessant. Okay. Schnell weg hier. Diesen Bergpfad müssten wir später auch irgendwann mal nehmen, oder? Ist ja sehr interessant, dass man so hier rüberkommt. Okay. Morgen kommt übrigens dann das erste Video wieder. Das von vorgestern, meine lange Aufnahme. Von vorgestern? Vorvorgestern? Vorgestern? Vorgestern, glaube ich. Das brauche ich später noch. Und dann kommt das erstmal zweitägig, das gute Projekt. Nee. Das Spiel hat ein paar gameplay-technische Schwierigkeiten. Okay, wir haben die Blumen aber gesammelt, dann ist es ja eigentlich okay. Wir waren ja auch theoretisch hier. Wir waren theoretisch hier. Wollen wir es mal nicht schlimmer machen, als es ist. Hier haben wir eine verdorbene Zone. Das wäre jetzt mein nächstes Ziel. Ein Panorama und da noch eine verdorbene Zone. 20 ist schwierig. Wir sind so gut wie 18. Sneaky wird es natürlich gehen, aber ihr wisst ja, selbst Schleichen hat so seine Probleme aktuell, weil es einfach so schwierig ist. Oh, jetzt sind die wieder da. Beide. Oh, wie schön die Wasserläufe. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim. Das verlorene Dorf. Von dem Maria gesprochen hat. Es liegt in Trümmern. Verdorbene Wächter. Also ganz ehrlich, mit diesen kleinen KI-Aussetzern beschwere ich mich nicht, ich bin einfach froh.
dass auch die Computer mal Ausfälle haben. Das wäre geschehen. Mega dumm. Nee, es ist so scheiße einfach. Es ist so dämlich scheiße. Da stand stiller Schlag, ich habe gedrückt, er hat nicht gemacht. Es ist. Ah, es tut mir echt leid, es ist aber halt echt scheiße gemacht. Also das Schleichen ist. Ich will nicht rumflamen, aber es deckt sich halt ein bisschen mit dem Problem mit den an Kanten hängen, mit dem fehlenden Feedback, yo, wann bekomme ich Fallschaden und wann nicht, und es ist gameplay-technisch nicht wirklich ausgereift. Das ist nicht so kritisch gemeint, es ist wunderschön, es macht mega viel Spaß, aber auf dem hohen Schwierigkeitsgrad merkt man natürlich, dass hier und da gameplay-mäßig, ich hoffe... Das verlorene Dorf, von dem Maria gesprochen hat. So. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Sehr, sehr wenige bis gar keine Versteckmöglichkeiten hier. Wir haben halt mit unserer Rüstung keine Chance gegen den Kampf. Jetzt jagen sie mich. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich konnte ihn nicht. Alter, ja. Ja. Bin ich hier? Och Mann. Alter.
Eieieiei. Aber warum ich da gerade keinen stillen Schlag machen konnte, keine Ahnung. Am liebsten würde ich den überbrücken, aber es geht wahrscheinlich auch nicht. Geh mal gucken. Geh mal gucken, was hier so los ist, ne? Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiß ich nicht. Das war's auch schon, okay. Das ist so dumm. Ich muss mir angewöhnen, zu warten, bis die Zone weg ist. Okay. Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend auf dem Schwierigkeitsgrad. Gibt es hier gar nichts zu holen? Verlassenes Dorf? Oh. Beschreibung trifft zu. Ja, aber nix. Kein Gespräch, keine Info. Gut, dann würde ich jetzt so da mal hingehen. Lagerfeuer und ein Händler scheinbar. Kein Waschbär, aber eine gute Zielübung. Hi. Ich glaube, ich muss gleich nochmal eine Pause machen. Eine kleine Verschniefel-Erholungspause. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal hier. Panzerwanderer. Was ging er halt? Da wäre ich auch noch dabei. Oh, Wächter. Oh, das das denn Sinn? Macht das Sinn, dass das Geld rausschmeißerei? Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten.
Okay, jetzt sind wir sneaky. Haben wir denn noch irgendeine tolle Modifikation? Herstellen. Modifizieren. Oh, okay. 10 Nahkampf. Ja, Nahkampf gar nichts, ne? Also es ist alles schwierig. Wahrscheinlich ist es eh so, wie man es macht, macht man es verkehrt, ne? Aber okay, wir haben eine neue Kleidung. Da freue ich mich einfach erstmal drüber. Einfach drüber freuen. Neues Outfit, ist doch cool. So, hier ist die nächste Zone, Stufe 20. Wird natürlich ein bisschen schwieriger. Theoretisch auch noch nicht unser Schwierigkeitsgrad. Das Outfit sehen wir uns gleich mal bei Sonne an. Die Questmarker. Aber er ist versteckt. Das ist nur geklappt, weil wir... Kann ich die hacken? Scheiße. Passiert hier gerade. Ich habe schon gesehen, wir haben einfach keine... Wir können nichts heilen. Das sind wirklich Trash-Items. Thank you.
Oh je. Rüber zu sprinten und dann würde er uns doch nur treffen. Also es wäre reiner Selbstmord. Pfeile verschossen. Schön. Wir hatten den Lachs getötet. Das war's. Eieiei. Okay, das war jetzt dann doch ganz einfach, oder? Ich meine, wir haben uns jetzt wieder ein bisschen durchgelaggelt, schnaggelt, aber egal. Cool. Eine Eisspule. Das sieht gut aus. Truthähne, aber keine Waschbären. Oh, diese Krokodildinger, die hatten wir noch gar nicht. Stimmt ja. Schnappmaul. Guck mal, sind so Krokodile. Kann an Land und im Wasser angreifen, schlägt trotz seiner Größe oft mit heftigen, schnellen Angriffen plötzlich zu. Schnappmaul, sehr geile Gegner. Stimmt ja. Aber wäre definitiv auch eher was für später. Also das wäre, glaube ich... Ich habe aber das Gefühl, dass wir schwerer zu sehen sind mit der Kleidung. Überzeugt mich vom Gegenteil. Hey, was ist das denn hier? Erste Schritte mit TDO. Benutzerhandbuch. Vielen Dank, dass Sie den TDO Wohnorganisationsassistenten gekauft hatte. Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um Ihren TDO durch das Setup zu führen. Räumen Sie Ihre Wohnung gründlich manuell auf, bevor Sie Ihren TDO aktivieren. Keine Sorge, es wird das allerletzte Mal sein. Laden Sie die TDO-App auf Ihr persönliches Argumentationsgerät herunter. Den Aktivierungscode finden Sie auf der Unterseite Ihres TDOs. Schalten Sie Ihren TDO ein. Sagen Sie dem TDO über die App, für welches Zimmer er zuständig ist. Nach 3 Minuten hat der TDO den Grundriss Ihrer Wohnung und die Standort Ihrer persönlichen Gegenstände gespeichert. Entfernen Sie für Testzwecke 5 bis 10 Gegenstände von Ihrem gewohnten Standort. Sagen Sie zu Ihrem TDO Putzzeit. Wenn Sie die Anweisung befolgt haben, ist Ihr TDO jetzt in der Lage, Ihre Wohnung sauber und organisiert zu halten. Viel Spaß mit Ihrem TDO Wohnungsorganisationsassistenten. Cool. Bräuchte ich auch.
Vor allen Dingen findet man dann seine Sachen ja wieder. Das ist ganz praktisch. Kommt man hier hoch irgendwie? Aussicht genießen und so. Schön, irgendein Haus am See hier. Muss ganz, ganz teuer gewesen sein. So, und dann sind wir hier in den Bergen, dann geht's da zum Banditenlager und da ist dann auch schon das Fort der Kaya und damit auch schon das große neue Gebiet in Richtung Meridian. Man muss Horizon halt, ich weiß nicht, man sollte Horizon auf jeden Fall hochfrequentiert spielen, weil sonst ist die Lernkurve so. Gleichzeitig mahne ich aber auch an, dass auf dem Schwierigkeitsgrad zu viel Horizon zu unglaublich viel Aggression führen kann. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und ich habe das Spiel bis jetzt nicht so intensiv gespielt. Ja, wobei doch eigentlich schon. Ach, guck mal. Das ist auch wirklich reine... Das sind reine Geld-Items. Sieht man bei der Verwendung. Guck mal da. Verwendung, Verkauf gegen Scherben. Geschäfte mit Händlern. Stand gerade aber nicht, ne? Hier, Verkauf gegen Scherben. Verkauf gegen Scherben. Geschäft mit Händlern, das ist dann wahrscheinlich für Verkauf gegen Scherben. Verkauf gegen Scherben. Ja, das sind die für die Rüstungsteile, schon klar. Okay, wir haben unglaublich viele Scherben, ich habe nur nie verkauft. Verkauf gegen Scherben. Verkauf gegen Scherben. Damit haben wir die beiden Zonen geschafft. Ich hatte schon Sorge, dass die 20er-Zone zu schwierig ist. Aber das haben wir ja tatsächlich ganz gut hinbekommen, oder? Banditenlager entdeckt. Yay! Ich kann meine Freude gar nicht in Worte fassen. Aber wirklich wissen wir, wie es hier früher aussah? Na, ich weiß ja nicht. Ich habe noch nicht ganz den Kontext dieser Apoka-Shitstorm-Aufzeichnungen verstanden, aber holy shit, das war mal richtig schön da oben. Es war mal richtig schön. Ich würde hier an der Stelle mal die Aufnahme beenden gleich. Ich bin ein bisschen kaputt und das Banditenlager ist, denke ich mal, perfekt für die nächste Aufnahme. Und danach geht es dann tatsächlich schon zum Kaya-Grenzfort, ne? Guck mal, wir waren ganz gründlich. Ich weiß, hier. Aber ich will das Backtracking dann irgendwann anders machen. Wobei die Rüstung, wir wollen uns die Rüstung angucken. Jetzt geht's ja eigentlich. Also die ist auf jeden Fall auf Tarnung ausgelegt. Sieht ganz cool aus, finde ich. Und vor allen Dingen durch die Modifikation ist sie ja ganz gut und wir schleichen eh nur, wenn wir nichts anderes können. Sagen wir mal, wie es ist. Sagen wir doch einfach mal ganz ehrlich, wie es ist. Wir können nichts außer schleichen. Schleichen. Und da ist halt auch wieder die Frage, vielleicht sollten wir einfach möglichst defensiv spielen. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst.
Das ist wahr. Vielleicht sollten wir einfach einsehen, dass wir nur defensiv spielen können. Uns gar nicht drüber ärgern, gar nicht versuchen, was anderes zu machen, es einfach einsehen und das Beste daraus machen. Gegner locken, warten und eben durch die Wartezeiten und das vorsichtige Vorgehen, das Laden und Wiederholen umgehen. Klingt nach einem Plan, oder? Schnell speichern. Sollen wir es bei dieser Lage noch machen? Das ist jetzt die Frage. Jetzt blüht gerade der Himmel auf. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ihr merkt das auch. Ich würde es tendenziell sogar einfach mal probieren. Was soll schon passieren? Das wäre jetzt hier der Weg Richtung Kaya Grenzfort. Scheint auch mal Nora-Grenze gewesen zu sein. Aber der ganze Krieg hat sich erledigt. Windows wird installiert. Windows 11, 90%. Ein altes Tor. Vor langer Zeit zerfallen. Das war also die Nora-Grenze vor dem Krieg mit den Kaja. Stufe 9. Come on. Come on. Das müssen wir schaffen. Schönes Echo. Ich überlege gerade, ob wir Fähigkeiten. Ich meine, das können wir uns echt schenken. Müssen wir mal gucken, ob wir dann wirklich drei Pfeile gleichzeitig haben, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ja, das sollten wir vielleicht einfach machen mit zwei Fähigkeitspunkten. Das nehme ich für unterwegs mit. Ein Alarm. Damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Was war das? Was haben Sie mit den Gefangenen vor? Bestimmt nichts Gutes. Ich glaube. Och, come on. What the fuck? Leider daneben!
Alter. Deine letzte Stunde hat gestartet. Echt jetzt? Okay, das war zu einfach. 7500. Okay, Sie sehen dich nicht. Ich bin verwirrt, überrascht, begeistert, zufrieden. Es leckt gerade ein bisschen hier oben tatsächlich. Wahrscheinlich zu viele Leute plus zu viel Aussicht. Da war das verlassene Dorf. Die eine Zone, dahin war die andere Zone. Von da kommen wir. Okay, das war jetzt am Ende alles ein bisschen zu einfach tatsächlich. Ich will mich aber auch wieder nicht beschweren, sonst... Das verbessert meine Chancen. Hätte man also richtig cool und sinnvoll einsetzen können, schon verstanden. Ja, das war von der Schwierigkeit her okay, ne? Muss man sagen, im Vergleich zum anderen Banditenlager. Na? Ich will gar nicht mehr drüber nachdenken, dass wir da ganz knapp am Ende gestorben sind. Ah, noch mehr besiegt, als ich dachte, ha? Huh? Ich war nie auf mich allein gestellt. Göttin kann uns jetzt noch retten. Die Ausgestoßene! Sie hat es also überlebt. Noch ist Eloy hier, ja. Geil. Sehr geile Musik und auch von der Aussicht her einfach nur geil. Ja, waffentechnisch hatten wir ja festgestellt, dass wir eigentlich alles Tolle schon haben. Klar, uns fehlen noch so Scharfschussbogen. Ist ja vielleicht sogar noch geil, ne? Ein Scharfschützenbogen. Präzise Schüsse mit sehr viel Schaden wäre vielleicht nicht mehr verkehrt. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Boah, da ganz hinten, ey. Das ist die Ruine. Schon nicht schlecht, ey. Ist schon nicht schlecht. Kann man wirklich nicht meckern. Kann man nicht meckern. Gut, dann machen wir jetzt einen Schnitt. Dann haben wir jetzt doch noch das Banditenlager mitgenommen. War aber auch sehr, sehr nett und vor allen Dingen von der Schwierigkeit her endlich mal angemessen. Weil nächstes Mal starten wir durch mit der Hauptstory tatsächlich, ne? Hier. Und das ist ja die Nebenaufgabe, die Rache einer Tochter. Wir suchen ja immer noch die Schwester, die sich für die Mutter rächen möchte. Das sollten wir eigentlich sehr zeitnah machen, die Brutstätte, damit wir mehr überbrücken können. Das wäre nämlich jetzt zum Beispiel auch hinten mit den zwei Gockeldingern die Lösung gewesen, wenn die gegeneinander gekämpft hätten, mal wieder. Okay, das hätte ich jetzt fast übersehen. Clever.
Roba kommt. Dieses Sonderangebot gilt exklusiv für die Druckwertempfänger. Ach cool, mit Dollar. Dollarnotation. Damit arbeite ich auch da im Büro, auf der Arbeit. Wussten Sie schon, dass Roba, Amerikas führende automatisierte Brauereibar, eine Filiale in ihrer Nähe eröffnet? Unsere Filialen in Boston, Chicago und St. Louis sind landesweit für ihre köstliche Auswahl an Craft-Bieren, kunstvollen Interpretationen klassischer Kneipensnacks und freundlichen Roboterbedienungen bekannt. Warum sollten Sie Ihr Geld für Trinkgelder ausgeben, statt es selbst zu vertrinken? Machen Sie diese Nacht in unserer neuen Filiale in Druckwert Dollar-Empfänger zu einer Roba-Nacht und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Rechnung. Ich kenne das mit Dollar-Dollar und dann eben AS für Antragsteller und sowas. Cool. Also da haben wir gegen die Sägezähne gekämpft, hier haben wir die eine verdorbene Zone weggemacht und da muss die andere gewesen sein. Und wir müssen jetzt eben da lang in Richtung Meridian. Und da, guck mal, da ist der Metallteufel. Richtig? Jo. Das ist der Metallteufel. Vom Becken. Ja, wir haben jetzt doch insgesamt schon, guck mal, ein Drittel würde ich sagen, ne? Ungefähr ein Drittel der Spielwelt haben wir gesehen. Auch sehr viele Feuer schon. Also wir kommen tatsächlich voran. Es wirkt nicht so, aber wir kommen wirklich voran. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das war's schon mit Windows 11. Na, das ging ja schnell. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal starten wir durch. Hauptstory. Es wird spannend und wir werden das erste Mal einen Fuß in das Gebiet der Kaya setzen und die Grenze überschreiten. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.